Heute möchte ich euch die Tasche LS-132 vorstellen. Das Lied wurde von der deutschen Künstlerin Stefanie Brahmann unter dem Namen Oldschool designt. Die Tasche wird aus 4 mm mehrschichtig verarbeitetem, wasserabweisenden Neopren gefertigt. Die schützt euer Notebook vor Feuchtigkeit, Kratzern, Staub oder anderen Beschädigungen. Das Besondere an dieser Tasche ist das Motiv, welches das komplette Sleeve zur Kassette macht. Ideal für alle, die sich noch gern an die 90er erinnern und keine langweilige Laptop-Tasche wollen. Im Hintergrund tiefschwarz findet man graue und weiße Elemente wie die Schrauben oder das Beschriftungsfeld sowie das knallig orangene Label. Das Motiv zielt bei diesem Sleeve sowohl Vorder- als auch Rückseite, wobei die Vorderseite die kassettentypische A-Seite und die Rückseite die B-Seite ist. Der Reißverschluss und die Innentasche sind im Orange des Labels gehalten. Diese Kontraste sowie das außergewöhnliche Design machen die Tasche zum absoluten Hingucker. Die Farben werden ausschließlich auf schneeweißes Neopren gedruckt, sodass diese perfekt zur Geltung kommen. Bei der Verarbeitung wird darauf geachtet, dass ein Schaumstoffpolster entsteht. Das Polster findet ihr an beiden Innenseiten der Tasche. Dies hat den Vorteil, dass euer Notebook davon perfekt umrahmt wird. Neben dem Notebook passen auch Akten, Hefter sowie das Ladekabel in die Tasche. Das Neopren ist dehnbar und strapazierfähig. Beim Schließen des hochwertigen Reißverschlusses gleitet dieser auf dem Schaumstoffpolster. Der Kontakt mit dem Notebook wird somit verhindert und Kratzer oder andere Beschädigungen können nicht entstehen. Original Digitrade-Taschen sind erkennbar am Digitrade-Schriftzug auf den Zippern des hochwertigen Reißverschlusses. An den Seiten befinden sich kleine Ösen. Diese sind für Accessoires gedacht, damit ihr die Tasche noch persönlicher gestalten könnt.